Liebe Löwenfans, lasst die Sektkorken knallen oder holt das Schwippschwapp aus dem Kühlschrank. Unsere 25. Jubiläumssendung. Hey, komm mal her. Alles Gute, mein Junge. Alles Gute. Das ist erst morgen. Was? Echt? Ja. Alles Gute, Rüdiger! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Rüdiger. Es tut mir so leid. Ihr seid so nett. Ihr seid so nett. Vielen lieben Dank. Holt das Schwippschwapp. Die Trockenzeit ist auf dem Höhepunkt. Und die Büffel sind auf grünere Weidegründe gezogen. Notgedrungen hat sich sein altes Rudel nach weniger begehrenswerter Beute umgesehen. Alles Gute. Das ist erst morgen. Das ist echt? Ja. Alles Gute, Rüdiger! Was wie ein Glückstreffer aussieht, war tatsächlich eine sorgfältig geplante Hetzjagd. Es tut mir so leid, Rüdiger. Ja, danke an die Jungs, wirklich total herzlich. Wir haben jedenfalls versucht, euch in den letzten 25 Sendungen viele Informationen rund um die Löwen mit auf den Weg zu geben. Über 6 Monate und mit wir meine ich nicht nur unsere lieben Gäste, sondern auch Sebastian, der sie mir zusammengeschnitten hat. Danke natürlich auch an Steffi, an Dirk und an den Seppo. Vielen Dank, dass ihr mitgewirkt habt und auch danke natürlich, liebe Nathalie, dass du immer deine Beiträge abgeliefert hast. Mein Jackett habe ich jetzt unten gerade zur Reinigung gebracht und hoffe, dass es rechtzeitig fertig ist zu meinem zweiten Cast, zu Carter Prof. Aber vorher möchte ich mich auch bedanken bei unserem Partner Online Digital X. Während hinter mir das Training läuft, ist inzwischen bei mir Jörg Stark. Jörg, was bedeutet eigentlich Online Digital X? Ja, hallo Rüdiger, grüß dich. Hallo, erstmal habe ich dir was mitgebracht. Ach ja, das habe ich immer gern. Kleines Geschenk. Oh ja, das ist ja lieb. Zur 25. Jubiläumssendung, genau. Das kann man sogar anschalten. Ja, exakt. Sehr gut, ja. Ganz genau. Das ist ein Buchstabending, so haben wir es genannt. Ja, okay. Und ist eine ganz spannende Sache. Die 25, genau, wir noch hier rüberschieben. Genau. Die Zahlen und die Löwen und okay. Die Felix, ja. In Kooperation sozusagen. Und Rüdiger, ich habe noch was für dich. Noch was? Natürlich. Zur Ach, 25. Ja. Sendung. Ja, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Das will ich mal gerade hier anschrauben. Du 25. Sehr schön, danke, sehr schön. Super, gerne. Ich gern, meine Gäste auch noch ein Geschenk gekriegt. Sehr gut. Sehr cool. Aber du wolltest doch beantworten, was bedeutet eigentlich Online Digital X? Genau, Online Digital X hieß eigentlich früher Digital X. Und dann kam vor 10 Jahren eine Firma aus Fernost und sagte, nein, das geht nicht. Es gibt Batterien von uns, die heißen so, so dürft ihr nicht heißen. Und die Domain hieß Online Digital X. Dann habe ich gesagt, okay, dann heißen wir halt Online Digital X. Was heute auch gute Vorteile bringt im Internet, um gefunden zu werden. Super, haben wir das auch gleich geklärt. Wie bist du denn eigentlich zu den Löwen gekommen? Wie ist überhaupt das Engagement bei den Löwen Frankfurt entstanden? Ja, eigentlich habe ich einen Freund hergebracht vor 4 Jahren, hat gesagt, Eishockey ist eigentlich sehr interessant, ob ich das gut finde und hat mich mal eingeladen und ich war früher schon mit meinem Onkel, der kommt aus Bayern, da waren wir immer in Garmisch beim ja. SC Riesersee, ich glaube, ja, das sind heute Oberliga oder ja, sowas spielen ja, die, ja. Da war ich ein paar Mal beim Eishockey und dann in Frankfurt natürlich hier bei den Löwen, das hat natürlich sofort eingeschlagen und dann habe ich auch den Andreas kennengelernt und habe gesagt, perfekt. Okay, super, ja. Also tolles Team, tolle Atmosphäre. Genau, ja. Und das passt natürlich. Sehr gut. Was begeistert dich, wenn du Rissersee-Erfahrung hast, was begeistert dich am Löwen-Eishockey? Ja, die Löwen halt, ganzen Emotionen, die Stimmung, die halt immer hier stattfindet, die Fights, die hier rauskommen. Also es macht immer schon Spaß, gerade so die Rivalität auf dem Eis und die Stimmung. Also es ist wirklich fantastisch. Es ist einfach ja. Tolles Publikum, tolle Spiele, also macht perfekt. Einfach Spaß. Ja. Jetzt hast du uns ja toll unterstützt schon die letzten Jahre und natürlich auch hier mit dem Löwengebrüll. Dann darfst du jetzt in diese Kamera mal sagen, warum soll man euch eigentlich als Unternehmen
euch als Agentur überhaupt buchen? Für was ist es gut? Was bietet ihr für einen Mehrwert? Genau, ja, also wir sind eine Online-Marketing-Agentur aus Frankfurt und alle Unternehmen eigentlich in Frankfurt, ist es wichtig, regional gefunden zu werden. Wir sind natürlich auch überregional tätig, aber gerade was das Thema Suchmaschinenoptimierung, wer möchte auf Google gefunden werden, wer möchte auf Google Werbung betreiben, wer möchte in den sozialen Medien aktiv sein, wie zum Beispiel Facebook, Instagram oder im Influencer-Bereich. Das sind unsere Stärken, unsere Kompetenzen auch für die Region. Und ja, der Mehrwert bei uns ist eindeutig, wir sind eine kleine Agentur, man hat immer einen persönlichen Ansprechpartner, wir sind schnell, wir leben am Puls der Zeit, wir sind flexibel und das zeichnet uns einfach aus bei unseren Kunden. Perfekt, besser kann man es nicht sagen. Wir blenden unten nochmal die Kontaktdaten ein und meine letzte Frage an dich ist, Hand aufs Herz, wie viel von den bisherigen 24 Löwengebrüll-Ausgaben hast du denn selbst schon gesehen? Also ich glaube, komplett vollständig werden es so 5, 6 sein, aber ich zapp tatsächlich überall mal rein, weil ich es spannend finde. Alleine das Pong-Spiel oder auch andere Dinge, zum Beispiel das mit dem Bus, das fand ich fantastisch. Aufkleber auf dem Bus. Mit unserem Löwenbus, ja genau. Der Löwenbus, super toll. Auch die Spieler kommen direkt raus, wo die Tür ist. Also fantastisch gemacht und du hast ja so eine schöne Anmerkung noch gemacht, da fehlt ja noch hinten was drauf auf dem Bus mit der Nummer 1 und Hessen. Das so müssen natürlich die Löwen in Frankfurt sein. Das kriegen wir auch noch hin. Jörg, vielen lieben Dank für die Unterstützung und alles Gute für dich und danke auch nochmal für dein Mitbringsel. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Jörg Stark von Online Digital X. Und bevor es jetzt weitergeht mit Kater Prof, schaue ich nochmal gerade, ob mein Jackett unten wieder fertig ist und es wieder anziehen kann. Und bis dahin machen wir noch eine kleine Werbeunterbrechung mit Nathalie. Hi zusammen. Ja, Leute, ich habe es euch letzte Woche versprochen. Hier sind die T-Shirts unserer 10 Jahre Löwen Frankfurt Jubiläumssaison. Die könnt ihr euch im Löwen Online Shop holen und genauso toll rumlaufen wie ich jetzt auch. Ich habe sie nämlich beide besorgt. Ja, es gibt nämlich 2 Shirts, ein Damen-Shirt und einmal das ganz normale mit etwas längeren Ärmeln. Also Leute, viel Spaß damit. Die Eismaschine ist gerade fertig, aber bei uns geht es weiter in der Jubiläumssendung. Und mein heutiger Gast ist Kater Proft. Kater, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn aktuell? Und vor allen Dingen, was ist mit deiner Verletzung? Hast du sie komplett ausgestanden? Ja, es geht super aktuell. Die Jungs sind schon trainieren hart und intensiv. Und ja, meine Verletzung ist komplett hinter mir. Es ist stärker als vor und ich hatte gute Betreuung vom R2 und ja, super. Sehr, sehr, sehr gut. Wir versuchen ja heute die komplette Sendung in Deutsch zu machen. Super, gerade riesen Respekt. Du bist ja aus Kanada hier rübergekommen. Wie war das unter Corona-Bedingungen? War das okay gewesen? Ja, es war okay. Der Flug war sehr leer, nur ein Drittel. Und ja, wir mussten eine Maske tragen, außer Zeit für Essen. Und also 10 Stunden musstest du schon die Maske tragen? Ja. Es war okay. Ja. Und musstest du am Flughafen einen Corona-Test machen oder musstest du in Quarantäne? Nein, mussten nicht, weil wir aus Kanada kommen. Und okay. Ja, es ist safe. Ja. So, ja. Ja. Aber wir hatten die Mannschaft einen Corona-Test gemacht und vielleicht negativ. Ja, okay, ja. Du bist ja jetzt schon 2 Wochen in Frankfurt. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Corona-Maßnahmen in Kanada und in Deutschland? Gibt es da irgendwas? Wirklich nicht. Es gibt auch Maskenpflicht in Kanada. Okay. Und ja, es ist. Veranstaltungen in Kanada? Nein. Genauso wie hier? Ja, es ist genauso wie hier. Okay, auch keine Konzerte? Nix, gar nichts? Keine Konzerte, okay. Hoffe, dass es bald weitergeht. Auf was hast du dich denn, du warst ja jetzt 6 Monate in Kanada, so lange wie noch nie, so eine lange Sommerpause. Auf was hast du dich denn am meisten gefreut, wenn du wieder hier nach Deutschland gekommen bist? Ja, natürlich die Jungs zu sehen und Eishockey zu spielen. Ganz aber klar, ja. Auch die Apfelwein hier in Frankfurt ist super. So. Ach, der Apfelwein, ja, okay. Das gibt es ja in Kanada gar nicht, oder? Nein. Gibt es gar nicht, nicht. Okay, ja. Du bist in Kanada, in St. Albert, in Alberta geboren und hast trotzdem einen deutschen Pass. Wie kam es dazu? Ja, mein Opa kommt zum Kanada, wenn er war
vielleicht 5 oder 4 Jahre alt. Und mhm. wenn mein Vater war geboren, er ja. war noch deutscher Bürger, so ja, ja, mein Vater bekommt einen deutschen Pass. Pass, okay. Und ich habe auch einen bekommt, ja. Ich habe auch ein paar Jahre Nachwuchs gespielt in Hamburg, so mhm. ja. Mhm. Okay, und du hast aber sofort auch einen deutschen Pass gehabt, praktisch zur Geburt. Okay, ja. ja. Jetzt kommen wir zu deinem absoluten Lieblingsthema. Du bist nämlich ein toller Angler und wann immer du eine Möglichkeit hast, bist du gerne angeln. Jetzt hast du die Möglichkeit, unseren Zuschauern mal zu erzählen, was du bisher schon alles in Kanada gefangen hast an sensationellen Fischen oder was es auch immer gibt. Ja, ja, ich habe richtig Leidenschaft für Angeln. Diesen Sommer hatte ich viel Zeit für Angeln ja. zu machen. Was war dein größter Fisch? Was war der größte? Ja. ja. Was gibt es dort? Was ist typisch dort in, bei dir? Ja, was es für Fische gibt? Ja, Walleye ja. und Pike, auch Trout in British Columbia. Ja. ja gut, und Lachs? Lachs, Saison für Lachs ist, fängt an im September oder Oktober, so. Ja, okay. Also bist du eigentlich zu früh zurückgekommen, yeah. um hier einen Lachs yeah. mitzubringen. Es gibt ja in Alberta, immer ein bisschen kulturelle Informationen in unserem Löwengebrüll, in Alberta über 600 Seen, alleine nur in Alberta. Wie viel kennst du davon? Ja, ich kann viel. Ich habe ein paar Honey Holes von diesen 600. Ja. ja. Also du hast schon auch speziell, wo du sagst, hier ist es besonders gut zum Angeln. Ja. 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 Okay. Jetzt kommen wir zum Thema Eishockey. Das ist jetzt deine dritte Saison, die du in Frankfurt spielen wirst. Was möchtest du in dieser speziellen Saison erreichen? Ja, ich hoffe, eine erfolgreiche Saison für die ganze Mannschaft. Letztes Jahr war ein bisschen enttäuschend, wie es ausgegangen ist. Ja. Keine Playoffs, ja. Ja, keine genau. Playoffs. Ja. Und auch persönlich mit der Verletzung. Ja. Aber dieses Jahr hoffe ich, es geht besser. ganz, ganz, ganz sicher. Du sagst ja, du bist ja völlig fit wieder. Die Verletzung macht dir ja überhaupt keine Probleme mehr. Letzte Saison hast du in 32 Spielen, 8 Tore geschossen und 11 Vorlagen geleveln. Wir schauen uns in unserem Rückblick doch mal einige davon an. Viel Spaß. Und die Scheibe springt da. Und da ist er! Katapult räumt da die Scheibe ab und direkt in die Masche, die Führung. Für die Löwen, weniger als 2 Minuten noch zu spielen. Schönes Zuspiel von Mike Fischer. Da liegt er noch am Boden, steht sofort auf. Pankowski und... Eisenmenger. Und dann der nächste Schuss von der blauen Linie. Wölfel. Und der ist drin. Wölfel kann den Puck nicht unter Kontrolle bringen. Er versucht es mit der Fanghand, aber dann sind die Löwen da und machen den über die Schienen von Wölfel ins obere Toreck, 1:0 Führung in der dritten Spielminute für die Gäste aus Frankfurt. Sehen wir hier nochmal in der Entstehung. Wir sehen es hier nochmal, wir verlieren den Zweikampf vor dem Tor. Der Frankfurter Skiriger gewinnt den Zweikampf gegen den Spieler und am Ende hat er viel Zeit für einen Rebound. Ja, und da steht es 3:1 und ja, man muss wieder sagen, wieder... Ein Schuss aufs Tor, Rebound, ja, aber Tor. Ganz einfach gespielt. Einfach gespielt, aber man muss auch sagen, natürlich da völlig frei vor dem Tor gestanden. Der Torschütze kann da auch wieder im Nachschuss den Treffer erzielen. Wird Videobeweis geben. Ich denke, es wird vielleicht auf Torraum oder Behinderung des Torhüters reklamiert. Der fährt da kurz von hinten in den Torraum. Hochwieser, aber wartet hinten an der blauen Linie, bekommt jetzt den Puck. Zieht ab. Tor! Anschlusstreffer für die Löwen Frankfurt. Carter Proft fällt diesen Schuss von Dominik Meisinger. Und das war ein schöner Pass und ein schönes Tor von Carter Proft.
kein Abnehmer. Nochmal. Schön ausgeteilt. Und Tor! 1:1! 13. Spielminute. Ausgleich für die Löwen. Freiburg noch. Wie gesagt, sind es 9 Minuten zu spielen. Da ist noch genug Zeit. Und Demil hat da irgendwas abbekommen. Hoher Stock auf jeden Fall. Nach vorne werfen. Die Scheibe haben jetzt bei den Löwen. Fieser. Tor, die Entscheidung, Katerproft, da sieht man. Die Tölzer heuer schon auch kämpferisch sehr stark, aber jetzt müssen sie aufpassen. Berandt hat ihm, fällt immer was ein und so ist es auch. Spielt hier wunderbar rüber zu Katerproft und der lässt sich die Chance nicht entgehen. Und da lauert er schon im gegnerischen Drittel, kommt über die Blaue raus und dann der richtig schöne Sosa-Pass. Ja, die Nummer 15, Katerproft, ja, also wunderschön gespielt, obwohl da eigentlich 3 hinten sind. Ja, von den Toren von Katerproft wollen wir auch in dieser Saison möglichst viele sehen. Kater, du hast ja ein Kämpferherz hier bei den Löwen bewiesen. Man kann sagen, du hast den Husky in dir komplett abgelegt. Du warst ja 3 Jahre auch in Kassel gewesen. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben? Ja, ich mag körperlich zu spielen, mit harter Zug zum Tor, schieß so viel wie möglich und ja, auch Face-Offs. Ja, so, ja. Ja, du bist ja auch ein Bully-Monster, also sehr, sehr erfolgreich beim Bully. Hoffe, dass das diese Saison so weitergeht. Hast du eigentlich das Löwengebrüll auch mal in Kanada geschaut? Ja, hin und her, ja. Oh, okay, aber natürlich nicht alle. Ja. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir dürfen es schon verraten, normalerweise spricht man ja vorher nicht drüber, aber du wirst im Dezember Vater. Ja, ja. Wie geht es der Frau aktuell? Ist alles in Ordnung? Und gibt es einen Jungen oder ein Mädchen? Darfst du das schon verraten? Ja, es geht gut aktuell und es wird ein Junge. Ja. Oh ja. Ja, super. Und wie soll er heißen? Top Secret, aber vielleicht Rudy ist in the mix. Oh naja, ist aber das heißt, im Dezember noch vor Weihnachten? Ja, vor Weihnachten. Vor Weihnachten noch? Ja. Und wird dann in Frankfurt geboren? Ja. Wir würden. Du wohnst ja in Frankfurt, oder? Nicht ja. So eine Wohnung in Offenbach, hast du mir schnell noch umziehen müssen. Nein, ja, ich wohne in Bad Homburg, aber. In Bad Homburg, okay. Ja. Aber wird wahrscheinlich im Krankenhaus in Frankfurt. Ja. Bad Homburg ist aber auch noch okay. Ja. Auf jeden Fall passend zu uns dann hier der Nachwuchs. Dafür drücken wir alle Daumen, dass alles gut geht und liebe Grüße an deine Frau. Bis dahin ist noch Zeit und deswegen haben wir jetzt Zeit mit Katerproft Löwenpong zu spielen. Die 25. Sendung ausgemessen ist 1 Meter zum Löwenpong. Das letzte Löwenpong im Löwengebrüll und die Riesenchance für Katerproft, das Feld von hinten aufzuräumen. Viel Glück, Kater. 1. Das sah schon mal sehr gut aus. 2. Drei. Noch besteht die Möglichkeit zu einem neuen Rekord. 4. Aber 5. Ja, leider kein Treffer, aber wir haben einen Volltreffer beim nächsten Fangebrüll. Dort hat mir ein Zuschauer was geschickt und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ja, ich habe Post bekommen von einem Peter Fink aus Aschaffenburg. Vielen lieben Dank, Peter. Er ist seit Jahren Eishockey-Fan, war früher mit seiner Frau hier und geht seit zig Jahren schon zu Lions-Zeiten zum Eishockey und hat mir auch 3 Bilder geschickt. Das möchte ich euch gerade mal zeigen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Einmal seinen Löwen, natürlich in Corona-Zeiten, artgerecht mit der Löwenmaske. Und er hat auch seine eigenen Gummihühner kreiert. Achtet mal auf das ganz linke. Warte mal, hier habe ich es noch besser.
das linke ein Gummihut, original im Schiedsrichterdress. Eine ganz tolle Idee, lieber Peter. Schön, dass du das eingeschickt hast und dir so viel Mühe gemacht hast und mir noch einen ausführlichen und lieben Brief geschrieben hast und dich auch für die Sendung, für das Löwengebrüll bedankt hast. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Dankeschön nochmal an Peter Fink. Ja, danke an dieser Stelle nochmal an alle, die einen Beitrag zu unserer Rubrik Fangebrüll geleistet haben. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht es aber weiter mit 10 Begriffen, 10 Antworten. Begriff Nummer 1, Urlaub. Zu kurz. Zu, ja, 6 Monate ist sehr, sehr kurz. Stimmt. Spaghetti Bolognese. Nix? Ja. Nix für dich? Nee. Dein Lieblingsort? Lake Okanagan. What? Lake Okanagan. Ah, okay, gut, ja. Buch? Stillness is the Key by Ryan Holiday. Okay, ja. Eissporthalle? Schön. Schön, ja. Mhm. Hast du eine Macke oder ein Tick? Rechts vor links, umsehen. No. Beim Anziehen, ja? Anziehen, ja. Ja, also erst rechts und dann links? Ja. Mhm. Okay, ja. Und dann hast du auch noch die Markentik rechts vor links beim Autofahren, gell? Ja. Dann Frankfurt? Ja, gut. Gut, sehr, sehr, sehr ausführlich, danke dir. Musik? Country. Country-Musik, ja? Yeah. Okay, ja. Da bist du ja in der Kabine nicht so beliebt, oder? Mit Country-Musik, oder? Ja, nein. Das ist schwierig, oder? Ja. Oder gibt es auch noch einen, der das auch mag? Lewandowski? Ja, ehrlich, ja. Das habe ich gedacht, ja. Sport außer Eishockey? Wakesurf. Was? Wakesurfing. Oh ja. Ja. Ach gut, ja. Hast du davon Bilder? Ja. Hast du ein Bild? Ja. Dann schick uns das mal, okay. Und dann können wir das noch mit einblenden. Okay. Und was ist dein Lieblingsverein außer den Löwen? Edmonton Oilers. Natürlich, ist ganz klar. Karte, ich freue mich, dass du gekommen bist, freue mich, dass du wieder gesund bist. Wünsche dir eine tolle, erfolgreiche Saison und für die Saison und weil du dich auch so sehr auf den Apfelwein gefreut hast, bekommst du auch unseren letzten Bamble in der 25. Jubiläumssendung. Alles Gute für dich, herzlichen Glückwunsch und viel, viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Der Gewinner der letzten Sendung steht auch fest. Das Hüttelhuhn hat gewonnen. Das sagt euch selbst. Servus, liebe Löwenfans. Danke, die 4000 sind geknackt und jetzt würde ich sagen, suchen wir mal aus, wer das süße Huhn gewinnt. Ja. Glückwunsch, Lukas. Ja, das war's erstmal. Schön, dass ihr alle durchgehalten habt bis zur letzten Sendung. Die Saison rückt immer näher. Ich werde jetzt ein paar Tage in Urlaub fahren und deshalb gibt es nächste Woche ein Löwengebrüll-Spezial, eine Highlight-Sendung aus den letzten 25 Sendungen. Und danach wird es ein Löwengebrüll-Kompakt geben. Kurz und knackig mit aktuellen Bildern vom Training und Interviews. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit.